Ego Smart Control Lab zur Steuerung des Robolink. Im ersten Schritt müssen Sie sich mit dem Wi-Fi des Robolink verbinden. Wenn Sie die Smart Control Lab öffnen, sehen Sie als erstes das Dashboard bzw. können oben links das Menü öffnen. Nachdem Sie sich mit dem Wi-Fi verbunden haben, wählen Sie den Menüpunkt My Robots aus und drücken auf Start Scan. Dann werden Ihnen alle Roboter angezeigt, die sich im WLAN befinden. Indem Sie auf Connect klicken, verbinden Sie sich mit dem entsprechenden Roboter. Um in den Simulator zu gelangen, müssen Sie neben dem Robolink auf Start klicken. Im Simulator haben Sie die Möglichkeit, die Mir, also den mobilen Roboter, sowie den Robolink zu steuern. Dabei gibt es zwei Optionen. Sie können den Robolink anhand des TCP oder anhand der Basis als Nullpunkt steuern. Außerdem können Sie die Geschwindigkeit des Roboters auf Ihren individuellen Anwendungsfall anpassen. Hier sehen Sie die Steuerung anhand des TCP. Sie können den Robolink beispielsweise nach rechts bewegen, nach oben, nach unten, Sie können den Greifer individuell kontrollieren und so weiter. Wenn Ihnen das nicht ausreicht, können Sie den Robolink auch anhand der einzelnen Joints kontrollieren. So können Sie beispielsweise die Base steuern oder, wie schon gesagt, einzelne Gelenke kontrollieren. Wenn Sie den Robolink programmieren möchten, müssen Sie im ersten Schritt auf Programm klicken. Dann fügen Sie ein neues Programm hinzu, geben ihm einen Namen, in diesem Beispiel Test 2, und klicken auf Create. Innerhalb dieses Programms werden dann die Punkte angezeigt, die Sie einspeichern. Zur Veranschaulichung bewegen wir den Robolink in die Ausgangsposition zurück und speichern diese als Punkt 0, indem wir auf Save Position klicken. Dann bewegen wir ihn nach rechts und speichern dies als ersten Punkt. Der nächste Schritt ist eine Bewegung nach oben und wird als zweiter Punkt gespeichert. Als letztes bewegen wir den Greifer nach oben und speichern dies als dritten Punkt. Wenn Sie dann wieder auf Programm klicken, sehen Sie alle Punkte, die Sie abgespeichert haben. Klicken Sie auf Play All, werden diese Punkte abgefahren, wodurch der eben einprogrammierte Bewegungsablauf ausgeführt wird. Mit der Ego Smart Control App können Sie Ihren Robolink direkt, kabellos und intuitiv ansteuern sowie programmieren. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, beliebig viele Robolinks mit dem Wi-Fi zu verbinden und über eine einzige App zu steuern. Des Weiteren können die generierten Programme bei Bedarf als XML-Datei exportiert und auf den Roboter übertragen werden. Dadurch kann der Robolink im Loop arbeiten. Zukünftig wird die Smart Control App außerdem um verschiedene Analysefunktionen erweitert. Ego Smart Control App, powered by True Physics.